Grüezi miteinander und herzlich willkommen hier zu Reinis Nachtgedanken an diesem Freitag, am letzten Arbeitstag für viele in der Woche, dem 25. Januar 2024. Ich freue mich, dass Sie auch wieder Interesse an der Nachtlese zeigen und Sie bewegen wollen, bevor Sie dann den verdienten Schlaf finden. Die Nachtlese erzählt weiter, nämlich Paulus und Barnabas sind in Antiochia, sind ja unterwegs und da lehren sie und predigen sie und die Leute sind so interessiert, dass sie sagen, ach kommt doch am nächsten Sabbat noch einmal und wir wollen noch einmal darüber disputieren, reden, erzählt noch mehr von diesem Gott, von dieser großen Botschaft. Und so kam es dann auch, dass Paulus und Barnabas dann am kommenden Sabbat noch einmal in diese Stadt gingen und den Menschen natürlich die Botschaft verkündeten. Es kamen so viel, dass fast alle gekommen sind, die in dieser Stadt wohnten und wir können uns vorstellen, dass die Juden richtig neidisch geworden sind, nämlich sie hatten so viele Leute noch nie gesehen, die so interessiert waren und Paulus und Barnabas da zuhörten. Und sie wurden natürlich dann ein wenig böse und da sagte aber Paulus, wenn ihr das nicht hören wollt, wir mussten es euch aber zuerst sagen, nämlich die Juden sind das auserwählte Volk, deshalb haben wir es euch zuerst verkündigt, wenn ihr es aber nicht hören wollt, dann gehen wir zu den Heiden. Und das regte die Menschen natürlich noch mehr auf. Und die Juden überlegten sich, wie können wir Paulus und Barnabas das Handwerkszeug entreißen. Und sie schmiedeten Pläne mit der Obrigkeit, dass sie sie verfolgen könnten, dass sie Repressalien auf sie schicken könnten. Und Paulus und Barnabas aber ganz souverän, sie schüttelten den Staub von den Schuhen und verließen Antiochia, diese Stadt. Diese kleine Geschichte zeigt, wie Boten von Christus unterwegs sind, die Botschaft verkündigen und dass diese nicht sie immer wiederholen müssen, sondern dass sie, wenn sie sie gepredigt haben, natürlich gesagt haben und damit ist ihre Aufgabe erfüllt. Und das gilt auch für uns heute in einer ganz schweren Zeit. Wir wissen zwar, dass in dieser Zeit, wenn der Change kommt, der Wechsel in die neue Gesellschaft, nur die gerettet werden, die Gott vertrauen und die an Gott glauben. Das wollen viele nicht wahrhaben. Man kann es sich gar nicht vorstellen. So wie damals die neue Botschaft auch nicht angenommen worden ist. Und das heißt nicht, dass wir mit immer wiederholender Arbeit den Menschen fast schon aufdringlich werden sollen, sondern hier wird uns vor Augen gestellt, es reicht, wenn ihr das einmal gesagt habt, dann könnt ihr letztlich und sogar, wenn es da noch Ärger gibt, könnt ihr den Staub von den Schuhen schütteln und weitergehen. Das schenkt uns unwahrscheinlich Erleichterung und nimmt uns auch etwas von dieser ganz schweren Last, die manchmal auf uns liegt, dass wir denken, wir müssten die Welt retten. Nein, wenn wir es gepredigt haben, wenn die Leute Bescheid wissen und sie sagen, nein, wir wollen es nicht, geht zum Teufel oder was sie dann eigentlich sagen, auch in unserer heutigen Zeit, ja, dann haben wir das Recht, auch uns zurückzuziehen und zu anderen Menschen den Weg zu finden und ihnen das Evangelium zu predigen, die es noch nicht gehört haben. Das ist der große Auftrag und deshalb ist das Christentum nie ein Christentum, was Kriege führen kann oder was aufdringlich werden kann, denn wir haben die Aufgabe, uns dann dezent zurückzuziehen und das klingt dann so wunderschön. Wenn man uns nicht hören will, wenn man uns davonjagt, dann schütteln wir den Staub von den Schuhen und gehen eben weiter. Das macht die Aufgabe der Verkündigung auch so sympathisch, dass wir nicht überzeugen müssen, dass wir uns nicht anlegen müssen, dass wir nicht mit letzter Vehemenz da noch hingehen müssen und sagen müssen, aber wenn du nicht glaubst, du musst das glauben. Nein, wir können ganz, ganz locker und frei dann sagen, wenn ihr das nicht wollt, dann gehen wir. Und ich hätte mir manchmal gewünscht, dass die Kirche auch den Mut gehabt hätte, weiße Flecken entstehen zu lassen. Das hat aber die Organisation nie gewollt und zwar sicherlich deshalb, weil es ihr um das Geld geht. Nämlich an jedem Fleck, wo sie präsent ist, kann sie ja Kirchensteuer verlangen und so hat sie wahrscheinlich gesagt, nein, weiße Flecken gibt es nicht. Biblisch wäre es aber richtig zu sagen, dann gehen wir eben, wenn kein Bedarf da ist für diese Botschaft und wir haben sie gesagt, dann dürfen wir gehen. Und mit dieser Leichtigkeit, mit dieser Entnahme unserer schweren Last und Bürde, die wir uns manchmal so in den Kopf einhämmern und sagen, wir müssen die Welt retten, mit dieser Entnahme dieser Last dürfen wir heute zur Nachtruhe kommen und sagen, wenn die Menschheit Bescheid weiß, dann haben wir unsere Aufgabe getan,
dann sollen wir doch zu jenen gehen, die die Botschaft wirklich hören wollen. Und da gibt es heute auch noch genug, und es gibt heute genug Menschen, die die Botschaft noch nicht gehört haben. Ich denke gerade an Kinder und Jugendliche. Da haben wir noch eine ganz große Aufgabe. Und da dürfen wir gerade als Christen, jeder an seiner Stelle, einen großen Dienst tun. Führe mich, o Herr, und leite meinen Gang nach deinem Wort. Sei und bleibe du auch heute mein Beschützer und mein Hort. Nirgends als von dir allein kann ich recht bewahret sein. Ich wünsche uns einen angenehmen Nachtschlaf, viel, viel Erholung, und auch in dieser Zeit, wo so viel Repressalien auf uns einstürmen und wo die Welt aus den Fugen geraten ist, immer noch die Kraft, diese Botschaft jenen Menschen zu sagen, die sie hören wollen. Und das werden wir ja sehen, ob wir gehört werden oder ob man sagt, pack dich, pack deine Sachen und zieh weiter, dann ziehen wir weiter. Einen wunderschönen Schlaf, gute Nacht, ihr Reini. Aus den Nachtgedanken.